Ich möchte zunächst vorstellen, Manfred Birbisch, emeritierter Professor an der Humboldt-Universität Berlin und einer der bedeutendsten Sprachwissenschaftler in Deutschland. Meine Kollegin Annette Lessmöllmann und mein eigener Name ist Carla Umbach. Annette Lessmöllmann und ich wollen heute hier ein Gespräch mit Manfred Birbisch führen über seine linguistische Forschung in der Arbeitsgruppe Strukturelle Grammatik, die nämlich in ihren verschiedenen Stadien maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung der Linguistik hatte, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern international. Naja, das ist ein bisschen hochgegriffen, aber vielleicht nicht ganz daneben. Manfred, ich möchte beginnen mit ein paar Aussagen zur Person. Du wurdest 1930 in Halle geboren, hast Germanistik und Philosophie in Leipzig studiert, hast 1961 mit einer Arbeit zur Morphologie des deutschen Verbalsystems promoviert und darauf aufbauend entstand 1963 deine Studie zur Grammatik des deutschen Verbs, auf die wir noch zu sprechen kommen werden. Du warst dann ab 1958 Mitglied der Arbeitsgruppe Strukturelle Grammatik an der Akademie der Wissenschaften, und diese Arbeitsgruppe bestand mit Unterbrechungen und in unterschiedlichen Formen bis 1998. Dazu hören wir gleich auch mehr. Du hast in Phonologie, Morphologie, Syntax und Semantik Arbeiten vorgelegt, die bis heute sehr einflussreich sind. Über die wichtigsten werden wir sprechen hier. Wir werden uns in dem Gespräch allerdings ausschließlich auf die Linguistik konzentrieren, und deswegen möchte ich hier wenigstens erwähnen, dass du auch in angrenzenden Bereichen Wichtiges geleistet hast. Du hast zum Beispiel mit deinem Freund Uwe Jonsson eine Neuübersetzung des Nibelungenlieds geschaffen. Du hast Vorlesungen zum Zusammenhang von Linguistik, Poetik und Ästhetik gehalten und über Ähnlichkeiten und Unterschiede von Sprache und Musik geschrieben. Und schließlich gibt es da den Band mit dem Titel Wasserzeichen der Poesie, der unter dem Pseudonym Andreas Thalmeier veröffentlicht wurde. Und hinter diesem Pseudonym steckt Hans Magnus Enzensberger, und du hast auch eine wohl nicht unmaßgebliche Rolle gespielt dabei. Die Liste der Ehrungen ist zu lang, um sie hier aufzuführen, deswegen lasse ich das jetzt. Und möchte nur erwähnen, dass du Gründungsmitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften bist. Und das ist der Ort, wo wir uns jetzt hier befinden. Und du warst sogar zwischenzeitlich der Vizepräsident. Mehr über Manfred Birbisch werden wir dann von ihm selbst erfahren. Wir starten mit einer Zeitreise. Wir beginnen mit dem Beginn der Arbeitsgruppe Strukturelle Grammatik an der Akademie. Der ersten. Der ersten, ja. Genau. Ende der 50er Jahre sollte an der Deutschen Akademie der Wissenschaften, wie sie damals noch hieß, hier in Berlin eine Arbeitsgruppe Grammatik entstehen. Wie kam es dazu? Das ist Teil der Wiedereröffnung der Akademie, die mal die Preußische Akademie der Wissenschaften war, die unter anderem in ihrem Institut für deutsche Sprache und Literatur die Absicht hatte, exemplarisch vorzustellen, was lexikalische und grammatische Informationen über die deutsche Sprache zu diesem Zeitpunkt sein sollte. Das war für das Wörterbuch, das dann als Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache ziemlich erfolgreich und großflächig entwickelt worden ist, ziemlich klar, was das sein sollte. Was eine Grammatik sein sollte, das war eher eine Streitfrage. Und das war der Probierplatz, das Terrain des Experimentierens, was wir da in Besitz nehmen konnten. Wir waren mit mir 5 Absolventen, die alle frisch von der Uni kamen und nun ihre Promotion entwickeln sollten als Teil der Klärung der Frage, was soll eigentlich mit der Grammatik passieren. Da kamst du aus Leipzig dann dadurch nach Berlin. Ich kam aus Leipzig,
Das Institut für deutsche Sprache und Literatur hatte als den leitenden Direktor Theodor Frings, bei dem habe ich studiert und dann auch promoviert, da kommen wir noch drauf, mit einigen Schwierigkeiten. Und der stellvertretende Direktor war Wolfgang Steinitz. Steinitz ist Finno-Ugrist gewesen, Volkskundler und ein sehr erfolgreicher aus der Vor-Nazi-Zeit noch, also aus den 20er Jahren, aktiver Finno-Ugrist, der unter anderem Volksdichtungsaufzeichnung betrieben hat. Aber der hat in den 20er Jahren eine deutliche Vorstellung davon gekriegt, was Sprachwissenschaft in der damaligen Zeit sein sollte, unter anderem, weil er dann später in der Emigration in engem Kontakt mit Roman Jakobson stand. Und der war einer der führenden Köpfe der neueren Entwicklung in den 20er und 30er Jahren. Und Wolfgang Steinitz war für die Idee, jetzt eine moderne Grammatik an der Akademie zu entwickeln, der treibende Kopf. Und er hat den Freiraum geschaffen und die Möglichkeit, dass da Leute, die frisch von der Uni kamen, finden konnten oder sollten, wie eine Grammatik gemacht werden sollte. Das haben wir dann mit der Kenntnisnahme des strukturellen Sprachwissenschaftsspektrums aus den 20er Jahren, was nun in den Anfang der 40er Jahre noch immer das dominierende Szenario war für moderne linguistische Forschung. Das war die Prager Schule, ja? Ja. Wer hat mitgemacht in der Gruppe? Das waren alles Berliner Absolventen. Wolfgang Motsch, Karl-Erich Heidolf, Wolf-Dietrich Hartung und Heinz Vater. Und wir haben in der Tat dann uns sehr energisch mit dem europäischen Strukturalismus der 20er Jahre beschäftigt, mit Jakobson und Jelmslev. Da Steinitz diese persönliche Beziehung mit Jakobson aus der Vorzeit mitgebracht hat, kam dann auch wiederholt, 2, 3, 4 Mal insgesamt, Jakobson zu Vorträgen und Diskussionen nach Berlin. Also wir konnten den Prager Phonologiestrukturalismus bei Jakobson sozusagen zum Anfassen kennenlernen. Und also Jakobson war eine wirklich eindrucksvolle, prägende Persönlichkeit. Und daran habe ich dann meine Dissertation orientiert. Das habe ich am deutschen Verbalsystem, also Präsens, Präteritum, Perfekt, Futurum und die Konjunktivformen dazu. Wie verhält sich das formal und inhaltlich zueinander? Ein wesentlicher Gesichtspunkt, der dabei eine klärende Rolle gespielt hat, weil er zum allgemeinen Prinzipienkatalog des Strukturalismus gehörte, war die Asymmetrie zwischen markierten und unmarkierten Kategorien. So, die traditionelle Auffassung ist, Präsens bezeichnet Sachen, die in der Gegenwart passieren, Präteritum bezeichnet Sachen, die in der Vergangenheit passieren, Futurum solche in der Zukunft. Das verkennt aber die Asymmetrie. Das Präteritum ist markiert tatsächlich für Vergangenes. Das Präsens ist aber einfach erstmal offen. Das kann gegenwärtige Sachen bezeichnen wie ich komme gleich, vergangene Sachen, gehe ich da um die Ecke, kommt ein Hund gesprungen und fast wäre ich umgefallen. Das wird im Präsens formuliert, aber jeder weiß, dass es Vergangenheit ist. Und natürlich, ich komme morgen 2 Stunden später, das ist eine Sache, die in der Zukunft
liegen wird, wenn sie denn stattfindet, wird aber mit dem Präsens ausgedrückt. Also das Präsens ist einfach offen in dieser Hinsicht. Und diese Asymmetrie findet sich an allen möglichen Stellen, das muss ich jetzt nicht alles durchbuchstabieren, aber das ist eine der wesentlichen Einsichten. Und an solchen Prinzipien und den damit verbundenen konkreten Fakten habe ich meine Morphologiearbeit entwickelt und mein Doktorvater, aber der rein formelle Doktorvater Theodor Frings, bei dem ich studiert hatte und gut genug, so dass er mich an die Akademie empfohlen hat, hat diese Entwicklung nicht als wissenschaftliche Möglichkeit anerkannt. Er hat einfach nicht verstanden, was das Problem war, um das es uns ging. Die Frage, die im Strukturalismus geklärt oder verfolgt werden sollte, war, was steckt dahinter? Warum sind die Sachen so? Da ist dieses Asymmetrieprinzip zwischen dem, was markiert ausgedrückt wird und was einfach offen gelassen wird, eine der wesentlichen Struktureigenschaften, die quer durch alle Sprachen geht. Das war bei Frings, wie gesagt, kein wirklich etabliertes wissenschaftliches Terrain. Das bedurfte der Fürsprache von Steinitz und eine lange, komplizierte Prozedur. Ich musste an der Arbeit dann noch ein bisschen hin und her kosmetische Korrekturen vornehmen, dass die wenigstens formell als Dissertation angenommen wurde. Und die Note ist ein Cum Laude geworden. Das muss man ja, sich mal vor Augen führen. Ja, Frings hat sie auch nur angenommen mit der Maßgabe, er ist bereit, wenn sein Co-Referent, und das war Steinitz, die Verantwortung dafür übernimmt. Das war ja dann eigentlich ein Wissenschaftsstreit, also was ist eigentlich gute Linguistik oder was ist die richtige Linguistik, der sich da abgespielt hat? Und wir hatten zunächst mal wirklich die Möglichkeit, selbst zu bestimmen, was wir für interessant und wichtig hielten. Ohne diesen Freiraum wäre es auch zu der Entwicklung nicht gekommen, die dann einsetzte. Wirklich kurz vor dem Mauerbau ist mir in West-Berlin Syntactic Structures in die Hände gefallen. Und also da habe ich gesehen, das ist die nächste Etappe. Das haben wir dann als Fortsetzung vom Strukturalismus umgesetzt. Da war der Terminus generative Grammatik noch gar nicht üblich. Das war für uns die Pfeilgrammatik, weil man da Regeln mit Pfeil schrieb. Grammatik. Ja. Sehr schön. Erst eine ganze Reihe später wussten wir dann, dass das, was wir machen, generative Grammatik ist. Und damit habe ich dann die nächste Runde angefangen. Und wir haben das dann in der Arbeitsgruppe gemeinsam entwickelt. Ich habe das fürs Verb gemacht, der Motsch hat das fürs Adjektiv gemacht. Dann haben wir das auch auf Phonologie und andere Bereiche angewendet, aber das war dann die nächste Etappe in den 60er Jahren. Du hast mal gesagt, ihr habt hier generative Grammatik betrieben, lange bevor das in der Bundesrepublik überhaupt gemacht wurde. Also jedenfalls einige Jahre, je nach was nun lange sein soll, aber wir haben es die ersten Sachen, die ich in dem Sinn geschrieben habe, waren von 1960, 61. Und das dauerte noch eine Weile, ehe die Bundesrepublik da mitmachte. Und einige von deren Vertretern sind aber hierher gereist. Und haben mit euch, da hatte ich dann also Kontakt mit Helmut Schnelle. Das wusste ich nicht. Sehr stark. Das wusste ich gar nicht. Okay. Und vor allen Dingen Dieter Wunderlich. Und die Marga Reis. Ja. Ein Rätsel, nicht nur für Deutschlerner, sondern auch für Linguisten, ist die
Verbstellungen im deutschen Satz, Nebensatz und Hauptsatz. Ja, also das war das große Aha-Erlebnis, was ich hatte. Das war das, was für mich die generative Grammatik als wirklichen Wupptisch mit sich gebracht hat, dass man, wenn man die Art von syntaktischer Entwicklung annimmt, die in Syntactic Structures fürs Englische beschrieben war, aufs Deutsche anwendet, dann kommt man auf eine wirklich elegante Lösung für ein altes Problem, nämlich man muss die deutsche Satzform vom Nebensatz aus analysieren und sich klar machen, dass die Struktur, die der Nebensatz hat, das ist, was im Kopf die ganze Zeit vor sich geht. Also wenn man einen einfachen Satz nimmt, sollte es vielleicht mal ein Beispiel durchprobieren. Ja, ja, ja. Also so ein Satz wie Klaus fängt gleich mit dem Vortrag an, wird, wenn man ihn zum Nebensatz macht, zu, weil Klaus gleich mit dem Vortrag anfängt. Mhm. Was da passiert, ist, dass das anfängt im Hauptsatz auseinandergenommen wird in das Präfix an und den Stamm fängt und das finit flektierte Stück vom Verb wird an die Stelle nach dem Subjekt geschoben. Also wandert das von da darüber. Mhm. Und das geschieht aufgrund der Tatsache, dass die ganzen Zusammenhänge den eigentlichen syntaktischen Aufbau ausmachen. Das spielt sich als das, was bei der Formulierung eines Satzes im Kopf abspielt, immer als unbewusst laufende Strukturbildung ab. Das ist die Art, in der die Syntax die ganze Zeit funktioniert, ohne dass man als Sprecher sich dessen bewusst ist. Diese Art von Zusammenhängen sind das, was die Syntax eigentlich dominiert. Das ist der wirklich spannende Schritt, den die generative Linguistik in die Fragestellung eingebracht hat, gegenüber dem, was an Einsichten aus dem Strukturalismus übernommen und weitergeführt werden musste. Und also, das war die Faszination, also sozusagen ja, also dieses, das ist genau das, ja. Was das hat lange Zeit als der Markenkern der generativen Grammatik gegolten, dass man da Umstellungen macht, Transformationen. Genau. Darf ich einen Einwand machen an der Stelle? Ja. Der Strukturalismus war ja rein behavioristisch ausgerichtet, richtig? Das heißt, man hat nur geguckt, wie verhalten sich die Leute. Ja. In der generativen Grammatik war die Sichtweise aber nicht behavioristisch, sondern mentalistisch ausgerichtet. Ja. Du hast mir erklärt, Chomsky hat nicht nur an diese einfachen Regeln gedacht, sondern Chomsky hat sich vorgestellt, dass die Regeln im Kopf sind. Ist das richtig? Das ist eine Sache, wo die verschiedenen Schulen des Strukturalismus unterschiedlich orientiert waren. Ganz exemplarisch, wirklich auch programmatisch ausformuliert, ist bei Jacobson eigentlich genau dieselbe Perspektive, die Chomsky dann als mentalistisch in Anspruch genommen hat. Jacobson hat schon die Vorstellung gehabt und in einem wirklich sehr exemplarischen Aufsatz Kindersprache, Aphasie und allgemeine Lautgesetze, hieß der, hat er die drei Gesichtspunkte, den Spracherwerb, die allgemeinen Lautgesetze, also das, was universell gültig ist, und Aphasie, die Phänomene, die auftreten können, wenn Störungen auftreten, weil im Kopf was nicht in Ordnung ist, zusammengebracht. Und das ist nur möglich, wenn man das, worum es geht, als eine mentale Angelegenheit ansieht. Die Änderung, die durch die generative Grammatik dazugekommen ist, war, dass das nun auch für die Phänomene gilt, die von den Grundelementen, den Wörtern mit ihren Eigenschaften zu komplexen Ausdrücken, Phrasen und Sätzen führt.
dass die Syntax in demselben Sinn eine mentale Angelegenheit ist wie die Morphologie und die Lautstruktur. Und der besondere Schritt oder die große Idee von Chomsky war, dass das, was da über die Syntax zu klären ist, mit wirklich streng algorithmischen Mitteln, also mathematisch nicht nur formuliert, sondern auch begründet werden kann. Das zusammenzubringen, die Einsicht, dass die Sprache ein mentales Phänomen ist und dass das, was an Kombinatorik da läuft, mit mathematischen Mitteln erklärt werden kann. Das war der eigentliche Wupptich von Chomskys generativer Grammatik. Wunderbar. Ich möchte weitermachen mit deinem Artikel über den Strukturalismus für das Kursbuch und muss da zunächst mal vielleicht sagen, für die, die das Kursbuch nicht kennen. Das Kursbuch ist eine Zeitschrift, die 1965 von Hans Magnus Enzensberger gegründet wurde, ja, und ein zentrales linksintellektuelles Diskussionsforum bildete in Westdeutschland und auch darüber hinaus. Wie kam es denn nun, dass du über Strukturalismus für das Kursbuch geschrieben hast? Ich habe ja in Leipzig studiert mit unter anderem Uwe Jonsson zusammen in einer Studentengruppe und war von der Zeit eng mit ihm befreundet. Er hat auch zeitweise bei mir gewohnt. Und er hat in der Zeit, in der wir in Leipzig zusammen waren, seinen zweiten Roman geschrieben, Mutmaßungen über Jakob. Und als der zur Veröffentlichung anstand, haben wir ihm gesagt, das kannst du nicht machen, den zu publizieren in der Bundesrepublik und in der DDR zu bleiben. Das hatte er sich nämlich in den Kopf gesetzt. Er wollte das unter Pseudonym publizieren und wollte weiter in Rostock und Leipzig leben. Davon haben wir ihn abbringen können und er hat dann sich in West-Berlin niedergelassen und hat da ganz schnell engen Kontakt zu Enzensberger gekriegt. Und die Entwicklung des Kursbuchs war eine Sache, die so von einer ganzen Gruppe von Intellektuellen betrieben wurde. Da war er eng mit beteiligt. Und nachdem die erste Gefahrenphase überstanden war, Gefahrenphase für Herr Jonsson als Autor der Mutmaßung über Jakob, hat er es dann riskiert, uns wieder in Ost-Berlin zu besuchen. Und gleich bei einem der ersten Besuche brachte er Magnus Enzensberger mit. Also Enzensberger kam zu mir zu Besuch und war damals in der Vorbereitung des vierten oder fünften Exemplars, der fünften Nummer vom Kursbuch. Und da wollte er den Strukturalismus vorstellen. Das ist nun eine Sache, die man aus der Zeitgeschichte erklären muss. In den 60er Jahren war, das kam vor allen Dingen von Frankreich, der Strukturalismus etwas, was in den linken Kreisen angekommen war. Und die französischen Kommunisten haben Strukturalismus als eine Variante Marxismus zu betreiben verstanden. So wurde Strukturalismus interessant für die ganze linke Szene. Und das wollte Enzensberger im Kursbuch dingfest machen. Ich habe ihm erklärt, was ich so wusste über Strukturalismus und er sagte dann zu mir, das musst du mir aufschreiben. Diese Möglichkeit, die Entwicklungsgedanken in der Sprachwissenschaft nun wirklich an eine breitere Öffentlichkeit zu bringen, fand ich natürlich spannend. Aber mein Interesse war inzwischen nicht mehr der Strukturalismus, sondern die generative Grammatik. Und ich habe also verabredungsgemäß die Entwicklungsstufe Strukturalismus beschrieben und dann das, was in der generativen Grammatik als Weiterung
davon inzwischen in Gang gekommen war. Und das ist so gewissermaßen ein Schlüsselmoment gewesen, wo die beiden Sachen, moderne Linguistik als ein Themenspektrum, was für die linke Szene von Interesse ist, und die generative Grammatik zusammenkamen, ohne dass man das künstlich zusammenbringen muss. Chomsky hat das ja auf seine Weise sowieso schon betrieben. Chomsky ist zum Strukturalismus und dann zu seiner Version der generativen Entwicklung über die ganz linken Entwicklungen in den USA gekommen. Er war expressis verbis nach seiner Vorstellung Anarchist. Ja. Bisschen links von den Kommunisten. Wollen wir jetzt vielleicht mal weitermachen? Wir gehen jetzt mal auch in der Zeit ein bisschen weiter in die Phase Prager Frühling 1968. Hm. Es wurde für die Arbeitsgruppe Strukturelle Grammatik schwieriger. Naja, das ist nun wieder ein gutes Stück Zeitgeschichte. Ich habe wegen dem Kursbuchartikel, der in, naja, im Surkamp Verlag erschien, keine Probleme gehabt, weder der Publikationsweise noch dem Inhalt nach. Aber der Grund dafür war diese linke Entwicklung, die den Strukturalismus in Nachbarschaft zur kommunistischen Ideologie brachte. Und das war etwas, was die Dogmatiker in den kommunistischen Parteien nicht vertreten, nicht verdauen konnten. Die Entwicklung in der französischen KP war ein ausgesprochen problematisches Phänomen und galt als eine ideologische Verirrung. Das war der Anlass, weswegen Strukturalismus aus einem Streitpunkt innerhalb der Linguistik zu einem Politikum wurde. Streitpunkt in der Linguistik war es wegen der Kontroverse zwischen historischen und strukturellen Linguisten. Aber nun wurde es ein Problem für die ideologische Seite. Diese beiden Dinge sind miteinander verklemmt worden, so dass das eine das andere verschärft hat. Da haben dann eine ganze Reihe von Gründen und auch Personen, die sich mit der ganzen modernen Linguistik nicht anfreunden wollten, einen willkommenen Anlass gesehen, die linguistische Entwicklung ideologisch verdächtig zu machen. Wir hatten zu der Zeit unglücklicherweise einen ziemlich bornierten Institutsdirektor in der Akademie, der aber auch eine ganze Reihe von Mitspielern hatte, die verlangten von uns, dass wir jetzt Selbstkritik üben und die generative Grammatik als ideologisch verdächtig darstellen und uns davon distanzieren. Das haben wir nicht in der gewünschten Form gemacht, obwohl es zwei oder drei Runden gab, das nochmal und wieder anders zu machen, führte es nicht zu dem für die Partei befriedigenden Ergebnis und die Arbeitsgruppe wurde aufgelöst. Das war 1972. Richtig? Das war dann schon in den 70er Jahren, ja. Welche Art Linguistik zu machen wäre denn opportun gewesen? Also was hat man sich denn vorgestellt, was politisch-ideologisch akzeptiert sei? Also wie in vielen Fällen war eigentlich nur klar, was nicht sein darf. Mhm. Was nur wirklich gemacht werden sollte, das mussten die sich dann wieder ausdenken, die noch übrig geblieben waren. Und das hat Heidolf mit einigen Leuten relativ seriös gemacht. Da ist die Skizze der deutschen Grammatik entstanden und da war eine ganze Menge Strukturalismus dann doch drin. Und insofern
gab es gar nicht die Vorstellung einer anderen Sprachwissenschaft, die marxistisch in Ordnung war. Mussten nur immer solche Lippenbekenntnisse abgegeben werden. Und eins der Grundbekenntnisse, das man abgeben musste, war, Sprache ist nicht ein mentales Phänomen, sondern ein gesellschaftliches Phänomen. Ja, ja. Sprache ist eine gesellschaftliche Erscheinung und sie muss also deswegen in erster Linie von Gesellschaftswissenschaftlern betrieben werden und da muss dafür gesorgt werden, dass die marxistische Orientierung klar ist. Manfred, wir gehen jetzt noch mal ein kleines Stück zeitlich zurück zum Ende der 60er. 1967 ist nämlich dein Artikel Some Semantic Universals erschienen. Und da geht es um die Frage, ob und welche semantischen Merkmale universell sind, in dem Sinne, dass sie durch die kognitive Ausstattung des Menschen vorgegeben sind. Und die Domäne, die du in diesem Artikel betrachtest, um die semantischen Merkmale zu untersuchen, sind die Dimensionsadjektive, also groß und klein und lang und so weiter. Also warum die Dimensionsadjektive? Also die speziell die Dimensionsadjektive, das muss ich einfach ein bisschen einbetten in die allgemeine Fragestellungsentwicklung, was ich vorhin beschrieben hatte über die Satzstruktur, war sozusagen der etablierte syntaktische Rahmen. Und ich hatte angefangen, mich zu interessieren für die Frage, wie sich in diesem Zusammenhang nun die strukturelle Analyse der Bedeutung einordnen lässt. Und in dem Rahmen war jetzt einfach die Frage, was sind praktikable Fälle, in denen man die Art, in der sich Erklärungen für die Semantik machen lassen, klären und demonstrieren konnte. Und da bin ich ganz simpel auf die Feststellung gestoßen, Dimensionsadjektive sind etwas, was relativ gut strukturierten Bereich darstellt, wo man das, was semantisch vor sich geht, ziemlich gut direkt erkennen kann. Mhm. Es geht um drei Dimensionen, die der Raum hat. Und die Adjektive kommen so schön paarweise, die heißen lang, kurz, breit, schmal, hoch, niedrig, dick, dünn, groß, klein. Also die, immer in die beiden Richtungen, viel oder wenig in der jeweiligen Dimension. Und der interessante Punkt ist, wenn man genauer hinguckt, sieht man, so einfach ist das gar nicht. Es hängt auch diese Geschichte ganz stark davon ab, wie sich die Adjektive auf verschiedene Substantive beziehen. Mhm. Also, um es am Beispiel deutlich zu machen, so eine einfache Figur. Wenn man annimmt, dass das ein Tisch ist, ja, dann kann man ziemlich deutlich erkennen, der ist lang in dieser Richtung, der ist breit in der Richtung und hoch in der Richtung. Wenn man sich jetzt aber vorstellt, dass das ein Schreibtisch ist, der hat da die Vorderseite, ja, da tut man die Beine rein, ja, dann ist das plötzlich nicht mehr lang, sondern da ist er breit. Ja. Er ist weiterhin in derselben Richtung hoch, aber das ist jetzt am ehesten tief. Ja. Das, was jetzt für ein Schreibtisch tief in dieser Richtung ist, wird aber wieder ganz anders, wenn man sich vorstellt, mal so rum, das sei eine Grube. Hier ist die Oberfläche und da ist das reingegraben. Dann ist die, wie der Tisch, lang. Breit ist sie wie der Tisch. Aber das ist jetzt nicht mehr hoch, sondern tief. Wenn man sich vorstellt, dass das ein Regal ist, so, da sind Fächer drin und man kann Bücher reinstellen. Dann ist das hoch in der Richtung, in der der Tisch lang war. Das, was der Tisch hoch hatte, ist jetzt, wenn das Regal da von vorne ist, tief. Und es ist weiterhin in der Richtung breit. Und es
Ein Schrank ist in der Richtung, ein breiter, dann ist jetzt das hoch und das breit, aber weiterhin das tief. Es gibt dann Fälle, in denen es gar nicht drei Dimensionen gibt. Überraschenderweise so ein ganz massiv physikalisches Objekt wie eine Straße. Die ist lang und die ist breit, aber die hat keine dritte Dimension. Allenfalls die Schlaglöcher. Ja, genau. Wenn es nicht um eine Straße handelt, sondern um einen Platz, dann kommt es auf an, was der für eine Gestalt hat. Wenn es ein runder Platz ist, ist der weder lang noch breit. Tief ist er sowieso nicht. Ein Platz kann höchstens groß sein. Und das für eine ganze Reihe von Objekten. Also zum Beispiel habe ich überlegt, ein Schiff. Ein Schiff ist zwar lang, aber für die anderen Dimensionen wird es schwierig, die Tiefe anzugeben. Und für Schiffe wie für alle Objekte gilt, dass wenn man die Dimensionen zusammenfassen muss, ist es groß. Ja. Mit einer Ausnahme. Groß für Menschen ist die Vertikale. Richtig. Ein Mensch ist groß und in jeder anderen Hinsicht allenfalls dick. Richtig. Jetzt. Da werden dann zwei Dimensionen oder drei Dimensionen zusammengefasst. Was ich jetzt beschrieben habe, kann man aber nur zurückführen auf Grundbestimmungen, die da drin stecken, die nur verschieden sortiert werden müssen. Also das, was lang und kurz an jedem Objekt, wo sie überhaupt anwendbar sind, herausgreifen, ist die maximale Ausdehnung. Hoch und Gegenstück niedrig ist die vertikale Richtung. Tief ist merkwürdigerweise nicht die vertikale nach unten, denkt man erstmal. Hoch und tief, denkt man, sind die Gegensätze. Ja. Aber was man für tief braucht, ist die Blickrichtung. Denn auch der Schreibtisch ist in der Horizontalen tief. Richtig, und bei der Grube guckt man ja runter. Genau, man guckt nach unten, dann ist es tief in der Vertikalen. Und wenn die Blickrichtung horizontal ist, dann ist es tief in der Horizontalen. So kommt man auf vier, allenfalls fünf Merkmale. Dick, das ist die Substanz. Das kann Papier sein, dann ist die Substanz wenig, dann ist es eben dünn. Aber es ist immer noch die Frage, wie dick ist das Papier? Es ist die maximale, die vertikale, die Blickrichtung und die Substanz. Und dann kann man noch, und das ist das, was das Merkmal für groß ausmacht, das Produkt aus mehreren Dimensionen bilden. Das ist aber nun jeweils abhängig davon, welche Eigenschaften das Objekt hat, auf das man das bezieht. Ich würde jetzt gerne weitermachen, nochmal mit diesem Artikel Some Semantic Universals. Ja? Du kommst in diesem Artikel in, wenn ich das richtig verstehe, zu der Konklusion, dass tatsächlich semantische Merkmale universell sind und schließt das aus dem Bereich der Dimension. Ja, das ist das, was ich meinte mit der Einbettung, dass man die Frage, warum Adjektive in den allgemeinen Rahmen, wie geht es überhaupt vor sich bei der Bedeutungszuordnung? Und da ist die erste wichtige Einsicht, die man gewinnt, die Sache ist nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick aussieht. Wenn man aber genauer hinguckt, kann man dann wieder sehen, es ist auf andere Weise doch einfach, nämlich mit relativ wenigen Merkmalen, die nur in geeigneter Weise kombiniert werden müssen. Und die Bedingungen, nach denen die Kombination vor sich geht, das ist das, was interessant ist. Es gab doch die Vorstellung, dass semantische Merkmale ja universell sind.
Wenn man sich die Dimensionsadjektive anguckt, dann sieht das erstmal plausibel aus. Ja. Aber wenn man jetzt breiter wird, generell über Bedeutung redet, würdest du nach wie vor davon ausgehen, dass es universelle semantische Merkmale gibt? Also zunächst mal stellt man fest, dass man auf diese Art und Weise, wenn man nur nicht zu eng im Vorrat ist, den man zur Verfügung hat, eine ganze Menge Sachen auf diese Weise aufdröseln kann. Und das, was sich als erste Denkverallgemeinerung daraus ergibt, ist, naja, wenn man genügend Geduld und Scharfsinn aufwendet, kommt man, wie bei den Dimensionsadjektiven, bei allen anderen Ausdrücken auch darauf. Ja. Also, das war unter anderem einer der Gründe, warum die Etüde mit den Dimensionsadjektiven relativ erfolgreich war. Das ist einleuchtend, dass sowas wie vertikale, horizontale Blickrichtung, horizontale, sekundäre, auf die andere bezogene breite Ausdehnung als Grundraster zur Verfügung steht, dass das auf Bedingungen beruht, die von Anfang an für die gedankliche und dann sprachliche Entwicklung zur Verfügung stehen. Und das gilt vielleicht dann auch für sowas wie krank-gesund, für schön-hässlich. Wie das denn? Wenn ich mal fragen darf. Dass man dann denkt, naja, also wenn es irgendwo ein Defekt ist, dann das gehört ja auch zu den elementaren Unterscheidungen, die man macht. Aber schön ist doch nicht defektfrei, wenn ich mal... Nein, jetzt haben wir uns missverstanden. Ja. Schön, hässlich sind Unterscheidungen, die auf Grundbedingungen der Wertzuordnung von ästhetischen Wahrnehmungen oder sowas beruhen. Und krank, gesund, das bezieht sich auf die Funktionsfähigkeit des Organismus. Und treu oder also was immer man an weiteren Bewertungen sich einfallen lassen kann, ist auch auf solche Bedingungen zurückzuführen, denkt man jedenfalls, so dass man das als generelles Verfahren, nach dem die Sprachentwicklung vor sich geht. Kinder erwerben ja ihren lexikalischen Bestand mit all den Bedeutungsunterscheidungen in einem atemberaubenden Tempo. So im Schnitt 8 bis 10 Einheiten pro Tag. Mit all den Komplikationen, die da drin stecken, das kriegt nie ein Kind erklärt. Das weiß es einfach. Wieso weiß es das? Ja. Da ist die Überlegung, dass eine ganze Menge eingebaute Voraussetzungen da sein müssen, nicht nur naheliegend, sondern eigentlich unvermeidlich. Wir springen jetzt mal wieder so ein bisschen in die Zeitgeschichte oder genauer in deine Situation hier an der Akademie. Mhm. Wir sind in der etwas starren Zeit der 70er Jahre, du durftest nicht reisen. Und es kam dann zu einem Gespräch mit Werner Kallweit. Ja. Und da habe ich mir notiert, Auslautverhärtung ist Auslautverhärtung. Was hat es denn damit auf sich? Also... Die Scherereien, die wir hatten, wegen des Strukturalismus und der generativen Grammatik und der Frage, wie weit das ideologisch korrekt ist, das hatte ich ja schon beschrieben. Und das ging über eine ganze Weile, bis hin zu der Auflösung. Und dann gab es einen Wechsel im Akademie-Leitungsgremium. Und es kam ein neuer Vizepräsident, der für diesen Bereich, zu dem die Linguistik gehört, zuständig war. Und zu dem wurde ich vorgeladen und er hat mir zum Beginn
dieser Vorladung gesagt, wenn er einen Bereich übernimmt, guckt er sich erstmal an, was die Problemfälle sind und macht sich ein persönliches Bild. Und dann habe ich tatsächlich ein ziemlich langes, mindestens 2 Stunden, nicht Verhör, sondern Gespräch mit dem gehabt. Und das war Werner Kallweit? Das war der Werner Kallweit. Finanzökonom. Finanzökonom, also eigentlich ein ganz anderes Terrain. Aber einer, der im Unterschied zu seinem Vorgänger tatsächlich eine Vorstellung von Wissenschaft hatte. Mhm. Und dass es eben halt bestimmte Arbeitsbedingungen und Spielregeln gibt, nach denen man arbeiten können muss, damit was rauskommt. Und in dem Sinn meinte er, also wenn es da Probleme gibt, ist am besten, man guckt sich die Personen an. Und das hat er in dieser Weise gemacht und hat mir gesagt, naja, Sie müssen aber verstehen, mit der Linguistik ist eben was anderes als mit der Physik. Fallgesetz ist Fallgesetz, egal welche Gesellschaftsordnung. Und da habe ich gesagt, naja, aber die Sprache ist auch relativ unabhängig davon. Auslautverhärtung ist Auslautverhärtung, egal welche Gesellschaftsordnung. Und also wir haben uns tatsächlich verständigen können und er hat dann von da an meine Situation in Ordnung gebracht. Und zwar richtig grundsätzlich, er sagte dann, naja, wenn Sie eine konkrete Vorstellung davon haben, wie Sie die Linguistik betreiben wollen, schreiben Sie mir mal ein Konzept auf und dann muss man sehen. Mhm. Und ich habe also dann, wusste, dass man nicht mehr einfach strukturelle Grammatik nennen sollte, also ich habe dann die kognitive Linguistik etwas vorgreifend, ohne zu wissen, dass das dann tatsächlich das Stichwort für die allgemeine Entwicklung sein würde, skizziert und kriegte von da an die Möglichkeit, dazu eine richtige Arbeitsgruppe einzurichten. Also so kam nach einer Durststrecke von mehreren Jahren wieder eine Arbeitsgruppe zustande, die nach meinem Dafürhalten die Fortsetzung der generativen Grammatik, also der strukturellen Linguistik war, die ich nur unter dem Titel kognitive Linguistik laufen lassen konnte, weil ich sie dem Kallweit so erklärt hatte. Ja, wir kommen gleich auf die kognitive Linguistik, auf die Arbeitsgruppe. Aber ich denke, eine Frage war noch das Reisen, die Reisemöglichkeit. Ja. Genau, Kallweit hat irgendwann mal zu dir gesagt, Sie müssen auch mal in die USA reisen. Wie kam es denn dazu? Also ich hatte dann ein relativ entspanntes Verhältnis zu Kallweit und hatte ab und zu Diskussions- oder Gesprächsgelegenheiten. Und bei einer dieser Gelegenheiten sagte er mir, wirklich überraschend für mich, Sie müssen dann auch mal nach USA fahren. Mhm. Und darauf, ich hatte das gar nicht angezettelt, dass er das von sich aus sagte, war ich wirklich überrascht, habe mir aber weiter nichts dazu erklären können. Das habe ich später von Kollegen in den USA, als ich dann tatsächlich dahin fahren konnte, erfahren, dass Kallweit auf einer Besichtigungsreise nach Stanford und zum MIT kam. Der Provost des MIT, J. Kaiser, empfängt also den Kallweit mit seiner DDR-Delegation und fragt, wo kommen Sie her? Und naja, Kallweit sagt, Berliner Akademie. Und da sagt Kaiser zu ihm, aha, das ist da, wo der Bierwisch arbeitet. Das war nun wieder eine nicht vorhersehbare Überraschung für Kallweit gewesen. Sehr schön. Ein Punkt in dieser Zeit, ich glaube, es fiel in diese Zeit, dass ihr relativ stark besucht worden seid von internationalen Kollegen. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wer kam da und warum? Warum wart ihr attraktiv? Also ich habe ja relativ früh, das war so
im zweiten oder dritten Jahr, nachdem Syntactic Success erschienen war, da mit dem MIT einfach fragehalber Kontakt aufgenommen. Mhm. Und naja, ich habe dann noch meine Verbsemantik dahin geschickt und so, also wir kannten uns. Und es kam nach Jakobson auf relativ zwanglose Weise auch Morris Halle zu Besuch, denn der arbeitete eng mit Jakobson zusammen. Und dann kam Hedge Ross und wir hatten Chomsky eingeladen zu einem Hauptreferat. Na, er hat dann immerhin den Bruce Fraser ein Kapitel aus Aspects of Theory of Syntax vortragen lassen. Also da waren eine ganze Reihe von Leuten direkt vom MIT und dann auch drumherum, mit denen wir Kontakt hatten. Ich möchte jetzt auf die Arbeitsgruppe Kognitive Linguistik zu sprechen kommen. Du hast gesagt, der Kalweit hat, nachdem Wolfgang Wurzel und du eine Weile alleine gesessen haben, hat Kalweit dann diese Arbeitsgruppe Kognitive Linguistik eingerichtet. Ja. Und zu der Gruppe gehörte, wenn ich das richtig weiß, der Ewald Lang als Sinologe. Ja. Die Ilse Zimmermann als Slavistin. Der Reinhard Blutner als Psychologe und Physiker. Ja. Der Hannes Dölling als Logiker. Und die Karin Göder als Psychologin. Ja. Die herausragenden Ergebnisse, die linguistischen Ergebnisse aus dieser Zeit waren zwei. Das war die Zwei-Ebenen-Semantik, eine semantische Konzeption, die unterschieden hat zwischen semantischer Form und konzeptueller Struktur. Ja. Ja? Das war das eine Ergebnis und das andere Ergebnis war die Graduierung, die grammatischen und konzeptuellen Aspekte von Dimensionsadjektiven. Ich würde gerne wissen, warum braucht man überhaupt eine konzeptuelle Struktur zusätzlich zur semantischen Struktur? Hast du ein Beispiel dafür, dass die semantische Form alleine nicht reicht? Also das, was ich vorhin über die Adjektive gesagt habe, ist an der Stelle ja nicht abgeschlossen. Die Tatsache, dass man nicht nur einen langen Tisch, sondern auch einen langen Roman haben kann und dass man eine tiefe Einsicht hat und nicht nur einen tiefen Schreibtisch, sind nur die harmlosen Fälle, wo man sieht, dass man zu den Dimensionsadjektiven Interpretamente braucht. Da handelt es sich ja nicht um räumliche Dimensionen. Also wie funktioniert das unter den Bedingungen? Eine Version, in der das inzwischen auch dingfest ist, hat den Titel Dot Objects gekriegt. Das hat James Pustyachowski so terminologisch festgelegt. Das sind all die Fälle, wo ein physikalischer und ein mentaler Zusammenhang alternativ miteinander verbunden sind. Ein Buch ist etwas, was entweder den Inhalt betrifft oder das Objekt aus Seiten und Pappkarton drumherum, in dem es aufgeschrieben ist. Und das spielt sich ununterbrochen ab. Also ein Beispiel, an dem ich das immer wieder leicht deutlich machen kann, ist, Renate hat die Universität verlassen. Man sagt, vor einer halben Stunde, ja, weiß man, da ist sie aus dem Tor gegangen. Wenn man sagt, vor zwei Jahren, weiß man, sie hat ihr Arbeitsverhältnis gelöst oder was auch immer. Im ersten Fall ist die Universität ein Gebäude. Mhm. Im zweiten Fall ist sie eine Institution, die auch in einem Gebäude sitzen kann, aber unter Umständen auch eine Universität in der Luft ist. Und das ist etwas, was in den lexikalischen Einheiten erstmal offen ist. Verlassen ist einfach die lexikalische Festlegung, dass ein
Trennung stattfindet. Und was eine Trennung ist, ist abhängig davon, um was es sich handelt. Und für Renate hat die Universität verlassen, muss man diesen lexikalisch, syntaktisch koordinierten Zusammenhang beziehen auf verschiedene Situationen. Und dafür habe ich gesagt, braucht man eine konzeptuelle Struktur. Jeckendorf sagt, braucht man Weltwissen. Ja, also, ja, ja. Jetzt zu dem zweiten Punkt, der in der Arbeitsgruppe Kognitive Linguistik herausragend war. Das waren die Arbeiten zu den Dimensionsadjektiven. Die sind in einem Band, in einem sutigen Band, grammatische und konzeptuelle Aspekte von Dimensionsadjektiven veröffentlicht, der zunächst 1987 auf Deutsch erschienen ist und dann 1989 auch in der englischen Übersetzung und der Beiträge enthält zur Syntax von der Ilse Zimmermann, zu Dimensionen räumlicher Objekte, zu Morphologie, zu formal-logischen Eigenschaften, zu Spracherwerb, zu Sprachverarbeitung. Und in diesem Band gibt es vor allem deinen Artikel zur Semantik der Graduierung, der ja im Grunde weniger ein Artikel ist als beinahe ein Buch. Ja, ja, das ist... Und das ist der erste, das ist einer der ersten Arbeiten zur Semantik von Vergleichskonstruktionen. Der wird nach wie vor in allen einschlägigen Arbeiten zitiert, auch international, auch von den jungen Kollegen. Der erfasst die Phänomene der Graduierung in einer Genauigkeit, die ich immer wieder bewundere, an die später Arbeiten, naja, so erst so ganz langsam heranreichen. Und ich sag mal dazu, der ist nicht einfach zu lesen, aber es lohnt sich. Ja? So, jetzt die Frage an dich. Woher eigentlich das Interesse an Graduierung? Also, wie kommt man von semantischen Merkmalen und Polysemie, was ja die Themen vorher waren, zu Graduierung? Also zum einen, das hat auch eine rein praktisch-organisatorische Seite. Ich hatte vom Calvet Plein Pouvoir, diese Arbeitsgruppe zu machen. Und dann mussten wir ja auch irgendwie ein praktikables Thema haben. Und ich hatte ein echtes Desideratum, das übrig geblieben war von diesem durchaus erfolgsgeprägten Unternehmen mit den Dimensionsadjektiven. Was ich da einfach beiseite gelassen habe, war die Einsicht, dass die paarweise Anordnung, in der die kommen und deren wegen ich das so praktikabel und aufschlussreich gehalten habe, einfach beiseite gelassen habe. Ich habe gesagt, also lang ist der Pluspol und kurz ist der Minuspol für die maximale Dimension. Breit ist der Pluspol für die Querdimension und schmal ist der Minuspol dazu. Und mit Pluspol und Minuspol habe ich die Sache auf sich beruhen lassen. Da trifft aber nun das zu, was ich vorhin ganz generell gesagt habe, für die Struktur, in der die natürlichen Sprachen angelegt sind, das ist nicht symmetrisch. Lang, kurz ist keineswegs so, dass die beiden Teile da einfach die jeweilige Negation sind. A ist nicht lang, heißt noch nicht, dass es kurz ist, aber es, und A ist nicht kurz, heißt noch nicht, dass es lang ist. Aber dieses Verhältnis ist in Wirklichkeit überhaupt nicht symmetrisch. Und was da sich abspielt, das war das, was ich als mein Anteil für die nächste Runde auf der Agenda hatte. Ja. Was mich reizte und was ein inzwischen weitgehend bewältigtes Thema ist, die letzte Version ist die von Christopher Kennedy, Projecting the Adjective, mit einer Lücke, die immer noch nicht geschlossen ist. Für die ich eine Antwort hatte, die aber, glaube ich, noch nicht das Ende der Sache sein kann. Also das hängt alles zusammen mit der Asymmetrie, die zwischen diesen Paaren jeweils besteht.
wenn man etwa die Bedingung hat, A ist so lang wie B, also der Tisch ist so lang wie die Bank, kann man durchaus sagen, sind beide kurz. Mhm. Wenn man sagt, der Tisch ist so kurz wie die Bank, kann man nicht sagen, sind beide lang. Das heißt also, wenn gleich lang gesagt wird, ist das offen, ob das in Wirklichkeit kurz oder also viel oder wenig ist. Wenn gleich kurz gesagt wird, dann heißt das, es kann nicht lang sein. In dieser Hinsicht ist lang neutral, kurz ist markiert für die kurze Ausdehnung. Ja, ja. Dass kurz markiert ist, hat auch zu tun oder wirkt sich auch aus für die Form, in der man Maßangaben verbinden kann. Also ein Stock kann einen Meter lang sein, aber wenn man ihn halbiert, ist er nicht einen halben Meter kurz. Man kann also mit dem positiven Pol der beiden, die, wenn sie verfügbar sind, Maßangaben verbinden. Mit dem negativen Pol nicht. Allerdings gibt es allerlei Bedingungen, unter denen das nun wieder unterlaufen wird. Also, man kann sagen, der Stuhl ist 30 cm hoch, das ist sehr niedrig. Man kann nicht sagen, der Stuhl ist 30 cm niedrig. Nee. Nee. Man kann aber sagen, die Bank ist 30 cm zu niedrig. Zu niedrig, ja, unbedingt. Ja. Und man kann auch ohne weiter sagen, die Bank ist 20 cm niedriger als der Tisch. Mhm. Der Tisch ist 20 cm höher als die Bank. Also es gibt Bedingungen und der Komparativ und dieses Zu sind zwei parallele Fälle, unter denen die negativen Adjektive mit einer Maßangabe verbunden werden können. So schön, dass es noch nicht erledigte Probleme gibt. Ja. Wir gehen weiter voran auf dem Zeitstrahl. Ja. Du warst auch am Max-Planck-Institut in Nimwegen, Nijmegen. Ja, das gehört zu den Schönheiten, dass die Max-Planck-Gesellschaft die Idee hatte, zu einem Institut nicht nur Direktoren, sondern auch auswärtige Mitglieder zu berufen. Und das hat Pim Lehfeld vorgeschlagen, anzuwenden, und mit einem Hin und Her ist mir das dann auch bewilligt worden. Also ich war dann auswärtiges Mitglied am Max-Planck-Institut und habe dann da auch ein Jahr gearbeitet, noch in der DDR-Zeit. Ne? Und die Max-Planck-Gesellschaft hat dann auch eine wichtige Rolle für die Arbeitsgruppe Strukturelle Grammatik, die dann wieder installiert wurde, nach der Wende gespielt. Das gehört dann zu dem Gesamtkomplex, was sich da hier im Hause abgespielt hat. Die Akademie, aus Gründen, die man so oder so beurteilen kann, hatte eine Menge Probleme ideologischer Art sich zugezogen. Und das konnte nicht einfach so weitergeführt werden. Ob es so gemacht werden musste, wie es gemacht worden ist, ist eine Frage, die zu den vielen Streitigkeiten über die Wiedervereinigungsprozedur bestehen. Ich finde, es ist relativ fair gemacht worden, die Akademie. Institute sind alle evaluiert und Stück für Stück in Bezug auf ihre weiteren Arbeitsmöglichkeiten beraten und untersucht worden. Einige sind einfach aufgelöst worden als wissenschaftlich nicht ernsthaft fortführbar. Die meisten sind auf die eine oder andere Weise
weitergeführt worden. Mit dem Institut für Literaturwissenschaft war Wolfgang Klein betraut als Verantwortlicher für die Evaluierungsprozedur, und für das Institut für Sprachwissenschaft war Kim Lehfeld beauftragt. Parallel hatte sich die Max-Planck-Gesellschaft vorgenommen, Arbeitsgruppen zu bilden, die als Kristallisationspunkte für Universitäten und Forschungseinrichtungen gelten sollten. Jeweils einen von der Max-Planck-Gesellschaft ausgewählten berufenen Gruppenleiter und dann so eine Gruppe, die für 5 Jahre als Max-Planck-Einrichtung arbeiten sollte und dann an die Universität übernommen werden sollte. Und zu diesen Gruppen gehörte dann relativ früh der Vorschlag, diese Arbeitsgruppe Strukturelle Linguistik zu bilden oder weiterzuführen. Also das war einfach die Reinstitutionalisierung dieser kognitiven Linguistik als Max-Planck-Arbeitsgruppe. Würdest du sagen, dass die Wende, wie sie so genannt wird, einen Bruch dargestellt hat, jetzt für dein wissenschaftliches Leben, oder ging es relativ? Also da kann ich nicht für die Allgemeinheit sprechen, da bin ich wirklich ein Sonderfall. Mir hat einfach die Max-Planck-Gesellschaft diese Gruppe als weiterzuführende Max-Planck-Einrichtung geschenkt. Also für mich war das nicht nur kein Bruch, sondern eine sehr komfortable Weiterführung und auch für die Mitarbeiter in der Gruppe. Und ich konnte dann nur noch ein paar Volontaristen und also verschiedene Zusatzmöglichkeiten wahrnehmen. Das ist 5 Jahre gegangen und dann war die Laufzeit für diese Gruppe beendet. Für mich war das allerdings auch das Pensionsalter. Ich habe an der Uni noch eine Weile Lehrveranstaltungen gemacht, aber für mich war das abgeschlossen. Und die Arbeitsgruppe ist in diesem Sinn dann aufgelöst worden, weil alle Mitarbeiter sich inzwischen umgetan hatten und also die haben an verschiedenen Stellen entsprechende Posten eingenommen. Welche Rolle spielte denn die Linguistik, die Chomsky gemacht hat in den 90er Jahren für euch? Mein Interesse hatte sich deutlich auf die Frage, wie sich die Semantik realisiert, bezogen. Und das war nicht statt oder außerhalb, aber zusätzlich zu dem, was an Syntax betrieben wurde. Und insofern ist das im Rahmen der Entwicklung der generativen Linguistik gelaufen, aber unter Bezugnahme vor allen Dingen auf die Frage, wie die Semantik dazu auszusehen hat. Das war nicht eine Erweiterung, aber eine Ergänzung der generativen Linguistik. In der Zeit fand ja auch das linguistische Kolloquium statt an der ASG. Da sind ja die Berliner, aber auch viele andere gerade so hingepilgert. Also wir saßen hier in der Jägerstraße und die Linguistik kam zu uns. Das war für mich als Studentin phänomenal. Ich konnte wirklich, die kamen einfach da so vorbei, alle, die man dann so es im Studium kennenlernte. Das war ja auch nicht weit. Es war nicht weit und Berlin war aufregend. Also es kamen alle gerne. Ich würde jetzt gerne noch ganz kurz aufs ZAS zu sprechen kommen, ja. Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft, jetzt Leibniz-Zentrum. Das ZAS ist auch gegründet worden in den 90er Jahren, hatte eine etwas andere Geschichte als die ASG. Ja. Also es war nicht deine Arbeitsgruppe. Das gehört mit zu dem Überführungsprozess der Akademie nach der Wende. Da war Pim Lehfeld beauftragt, damit sich um die Art, in der das, was da vom Linguistischen Institut der Akademie
gegeben war, nun weitergeführt werden konnte. Und dann gab es eine ganze Reihe von Dingen, die man in der Weise nicht einfach als Akademieinstitute etablieren konnte. Und da ist das entstanden als Nachfolge für die Akademieeinrichtungen, die nicht oder nicht in der Form weitergeführt werden sollten. Mhm. Und da war der erste Verantwortliche, oder ich weiß nicht, ob der Direktor genannt wurde, aber der erste Leiter, das war Ewald Lange. Genau, doch, der Gründungsdirektor des SAS, beziehungsweise damals FAS. Ich möchte zum Schluss, jetzt kommt die letzte Frage. Ja. Ich möchte zum Schluss nochmal auf ein Thema zu sprechen kommen, zu dem du in jüngerer Zeit gearbeitet hast, auch veröffentlicht hast. Das ist das Thema Arbitrarität. Saussure sagt ja, dass natürliche Sprachen arbiträr sind. Insofern als die Beziehung zwischen der phonetischen Form und der Bedeutung auf Konventionen beruht und nicht durch irgendwelche Naturgegebenheiten bestimmt ist. Also, dass ein Tisch Tisch heißt, ist Konvention. Das ist nun unstrittig, mindestens für den kernlexikalischen Bestand. Aber du stellst jetzt, ich habe zum Beispiel einen Vortrag von dir in Köln dazu gehört, ja? Du stellst jetzt eine Frage, die darüber hinausgeht. Du stellst nämlich die Frage, ob natürliche Sprachen vielleicht besser wären, wenn sie nicht arbiträr sind. Also, der Titel des Kölner Vortrags lautete, natürliche Sprachen sind arbiträr. Muss das so sein? Ja? Und für mich ist diese Frage, für mich als Informatiker, ist diese Frage sehr naheliegend, denn bei Programmiersprachen kann man sich natürlich fragen, ob diese Sprachen optimal gebaut sind oder vielleicht suboptimal sind. Aber in Bezug auf natürliche Sprachen hat mich diese Frage wirklich überrascht. Ja? So, jetzt gebe ich sie nochmal an dich. Muss das so sein? Da ist die Frage, ist das, dass das nun mal nicht anders geht, ein Vorteil oder ein Nachteil? Und oder ist das falsch gestellt, die Frage? Okay. Also, das ist einer der Gründungsparameter der modernen Linguistik. Natürliche Sprachen sind arbiträr und linear. Mhm. Das sind die beiden Prinzipien, die Saussure formuliert hat. Und dass die linear sind, das bezieht sich auf die gesprochene Sprache. Ja. Und im Hinblick darauf kann man sich fragen, ob so sein muss, dass gesprochene Sprache auch anders sein könnte, wissen wir inzwischen durch die genauere Untersuchung der Gebärdensprachen, von denen man lange zu Unrecht angenommen hat, das sind so unzulängliche Surrogate, von denen aber klar ist, alles, was man auf Deutsch oder Englisch sagen kann, kann man auch auf Gebärdlich sagen. Und da wäre die Frage, ob die Linearität noch das Prinzip ist oder nicht. Oder welche Modifikationen sich dazu ergeben. Sofern Saussures Prinzip beibehalten werden kann, ist es da nur die Abfolge der Gebärden. Die Gebärden selbst sind nicht linear. Nein, die Zeit. Die Gebärden sind dreidimensional. Und es ist eins der interessanten Themen, ob das, was man in der Form der Gebärden sichtbar machen kann, oder was da gezeigt wird, nicht ein Stück Sichtbarmachung der semantischen Form ist. Also das ist nicht nur eine ganz ernsthafte Frage, sondern inzwischen auch schon eine ernsthafte Antwort. Aha. Ja. Und wie ist das jetzt mit der Arbitrarität?
Wo finden so, wir das? Ich wollte nur die Gebärdensprache anführen als etwas, woran man sieht, die Frage, wie diese beiden Grundprinzipien gelten, ist interpretationsbedürftig. Okay. Darf ich ganz kurz zwischenfragen? Du hattest in deiner Frage Arbitrarität und Optimalität verknüpft. Ja. Ist das denn automatisch so, dass was arbiträr ist, ist, ich weiß nicht, nicht optimal oder optimal? Wenn man eine echte Alternative hat, kann man schnell sehen, dass es ungünstig ist, das nicht in einer anderen Form zu machen. Einfachste ist das Zahlensystem. Die Form, wie wir die Zahlen sprechen, beruht auf diesen arbiträren Bedingungen. 1, 2, 3, 4, 5 sind ganz beliebig und sind in allen möglichen Sprachen anders. Aber wie wir sie schreiben, das ist nicht mehr arbiträr, sondern das wird nach ganz bestimmten Spielregeln gemacht. Naja, nun haben ja Zahlen eine inhärente Struktur. Ja? Ja. Also zum Beispiel die Nachfolgerfunktion der natürlichen Zahlen. Ja, aber eben. Bei lexikalischen Einträgen haben wir ja keine Struktur. Also wie man von Tisch zu Bank kommt, da gibt es ja keine Successorfunktion. Ja, ich habe jetzt die Zahlen nur angeführt als Beispiel dafür, dass es unter bestimmten Bedingungen und dass es die Nachfolgeordnung nicht vernünftig ist, das arbiträr zu machen, also nicht optimal. Diese Bedingung ist aber für die natürliche Sprache bestenfalls eine von vielen und jedenfalls nicht die dominierende. Und wie es in Bezug auf die dann zu berücksichtigen Bedingungen steht. Das ist das, was mit der Frage, muss das so sein, gemeint ist. Wenn man es nicht arbiträr machen will, ist die Frage, wie kann man es denn machen? Und da gibt es in der Tat eine Möglichkeit, die für die Sprache verwendet wird, die aber sehr begrenzt ist, indem man sich nämlich auf die jeweils räumlichen Zusammenhänge bezieht. Den direkten Kontext der Gesprächssituation. Das sind die sogenannten indexikalischen Zeichen, die sich auf die direkten räumlichen und kausalen Zusammenhänge beziehen. Die andere Möglichkeit ist, dass man das, was man als Zeichen verwendet, also die Lautformen der Sprache und das, worauf sie sich beziehen, durch Ähnlichkeit miteinander in Beziehung setzt. Und das gilt für eine Gruppe von lexikalischen Einheiten erkennbarerweise, die ist aber ziemlich klein und umschränkt. Also Lautimitationen wie blöken, quietschen, quaken, grunzen, da kann man sagen, kann man hören, was die Bedeutung ist. Aber bei der größten Zahl von Elementen, um die es geht, kann man nicht sagen, dass Ähnlichkeit irgendeine Rolle spielt. Ähnlichkeiten, die in Lautformen bestehen, haben in aller Regel überhaupt nichts zu tun mit den Ähnlichkeiten oder den Unterschieden in der Bedeutung. Also was hat Singen mit Sinken, mit Blinken, mit Winken zu tun? Tja, was hat Tisch mit Fisch zu tun? Ja, da sind Ähnlichkeiten gegeben, die nicht nur nicht verwendet werden, sondern auch gar nicht verwendet werden könnten. Genau. Wenn die Sprache das tun soll, was in der Tat der Fall ist, durch den Reichtum von Unterscheidungen und Bezeichnungsmöglichkeiten über jeden beliebigen Bereich, über den man sich Gedanken machen kann, auch zu reden, dann ist das nur möglich, wenn die Grundelemente, mit denen man arbeitet, arbiträr sind. Ja, da stimme ich dir unbedingt zu. Darf ich jetzt den allerletzten Satz sagen, den allerletzten? Manfred, wir möchten uns ganz herzlich bedanken, wirklich sehr herzlich bedanken. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir dieses Interview jetzt hier hingekriegt haben und dass Annette mitgemacht hat. Und ich hoffe auf viele weitere Gelegenheiten, mit dir linguistische Fragestellungen zu diskutieren. Dankeschön.
Ich wollte mich auch nochmal persönlich bedanken bei dir, Manfred, weil bei dir hat man gelernt zu überlegen, wie könnte es denn anders sein und was liegt dahinter. Bedanken. Also, wenn das nur auch wenn ich jetzt was ganz anderes mache, das ja. kann ich bis heute sehr gut gebrauchen. Vielen Dank dafür. Ja, schön, dass du das tatsächlich da draußen entnommen hast, bin ich ja ganz. Genau. Ja. Nicht gegeben. Das wollte ich gerade sagen. Ach so.